Das erste Instrument, mit dem Ilja Ruf sich auseinandergesetzt hat, war ein Cembalo aus dem Jahre 1540. Wir kennen heute nicht mehr den Erbauer dieses sehr zarten Instruments. Auf ihm hat Ilja eine Komposition von Orlando di Lasso gespielt, eine Chorkomposition. Wie ist es dir damit gegangen, wenn du jetzt im Nachhinein dieses Stück gehört hast? Welche Prinzipien hat Ilja dort angewendet, um die Auseinandersetzung sozusagen musikalisch dann auch zu bringen? Das ist ja eine doppelte Auseinandersetzung, einmal mit dem Instrument und einmal natürlich auch mit der Musik des 16. Jahrhunderts. Also bei den anderen Beispielen, bei Haydn und Händel, haben wir eine Beschäftigung, eine Auseinandersetzung, die hauptsächlich auf musikalischer Ebene stattfindet. Hier ist es aufgrund der Chorvorlage, der wiederum ein Text zugrunde liegt, eine inhaltliche Auseinandersetzung. Denn es handelt sich hierbei ja um ein Gedicht, Suzanne, un jour, was zurückgeht auf das alttestamentarische Buch Daniel, Susanna im Bade. Und da haben wir eine ganz aktuelle Geschichte, leider immer noch aktuell, muss man sagen, seit mehreren tausend Jahren, Machtmissbrauch. Zwei alte Männer missbrauchen quasi eine junge Frau. Das ist die Story dahinter. Und das an diesem Instrument von 1540, welches in dieser Ausstellung mit zu den zerbrechlichsten Instrumenten zählt, zu den feinsten Instrumenten. Ilja sagt selbst, er empfindet es als zartes Instrument. Und dieses Instrument mit diesem Thema von Orlando di Lasso setzt er in Kontrast zu den zeitgenössischen Clustern, Sounds. Und das Besondere ist ja auch das Instrument, das hat die mitteltönige Stimmung. Das bedeutet, bestimmte Tonarten klingen sehr intonationsrein und andere Tonarten klingen sehr disharmonisch und also schmerzen richtig zu. Man spürt sozusagen die Gewalt, die der jungen Frau angetan wird. Das wird spürbar durch dieses die ganze Interpretation. Er beginnt mit einer atmosphärischen Clusterreihe und entwickelt eine Impro. Und dann daraus wächst dann das Thema von Orlando di Lasso, sehr schlicht gespielt. Dann gibt es eine weitere Improvisation. Er spielt mit Techniken aus dem Groove-Zeitalter, sage ich jetzt mal, die damals so nicht angewendet wurden. Ein Vamp spielt ein Vamp, der rhythmisch gleich bleibt. Also Vamp heißt sozusagen ein repetitives Pattern oder eine Tonfolge, die sich immer wiederholt, repetitiv und improvisiert dann über diesem Vamp. Und kommt dann wieder zum zweiten Spiel, zum zweiten Themendurchgang, der dann durch diese Erfahrung der Improvisation, die davor stattfand, dann plötzlich in einem ganz anderen Licht ist. Also ich gehe nochmal auf diesen Vamp ein. Man hört richtig, in der rechten Hand spielt er so eine Singletone-Improvisation, das heißt einstimmig, aber man hört die zwei Männer, wie sie geifern und wie sie lästern und bewusst ist auch mal ein es sind Töne gewählt, die aus der Tonart rausgehen, aus der Tonalität. Und das wird dann richtig greifbar. Und in einer späteren Improvisation wird die Gewalt deutlicher, weil er mit sehr großer Wucht dann dieses Instrument spielt. Und man eigentlich dann selbst spüren kann, wie jetzt diesem Instrument auch Gewalt angetan wird. Also in einer Übertragung sozusagen von den zwei alten Männern der jungen Frau. Und ich denke, dieses Beispiel hat einen großen Bogen, weil es eben diese Geschichte als Grundlage hat. Und damit hat Ilja sich vorher auch auseinandergesetzt. Ja, ja. Mit
Also es ist nicht nur aus dem Moment heraus geschehen, sondern es ist eben die Auseinandersetzung mit dem Stück. Und das finde ich ganz wichtig, dass Jazzmusik nicht nur heißt, ich übernehme da etwas, ich adaptiere etwas und dann mache ich einfach hier motivisch weiter, sondern es ist die wirklich eine Auseinandersetzung. Ja, also was ja an Vorbereitung für das ganze Projekt ja stattfand, war ja im Gespräch mit dir und Herrn Kirsch hier vom Haus, welche Stücke sozusagen als Vorlage für welches Instrument dienen können. Und der Orlando Di Lasso, der hat ja circa 20 Jahre später, nachdem dieses Instrument erbaut wurde, Suzanne Ajour komponiert. Und das passt natürlich ganz wunderbar zu diesem Instrument, ne? Und man spürt die Einheit und man spürt überhaupt nicht, dass da jetzt mehrere Jahrhunderte dazwischen liegen, zwischen dem jetzigen Spiel dieser musikalischen Vorlage und dem Instrument, ne? Also deshalb ist dieser Gedanke von Zukunft, Tradition, Vision, Gegenwart hier sehr ganzheitlich zu spüren. Herzlichen Dank.